Servus aus Vorarlberg. Es geht dieses Mal wieder um einen Extremtest und wieder um irgendeinen Holzhobo. Ich habe hier die Edelstahlversion und hier die Titanversion. Prime Day kommt bald, ich glaube am 10. Oktober. Und es wäre interessant für manche, die halt vielleicht ganz am Anfang stehen. Anders zu den X-Fire ist das hier ein bisschen komplizierter zum Aufbauen. Zum Henker. Ich kämpfe gegen diesen Edelstahlhobo. Also ein Produkt muss nicht mehr können, als mich aushalten. Zunder! Dieses Mal wieder Naturzunder von zu Hause. Frisch geerntetes Karton und Papier. Das hat eine Kindersicherung. Was soll das? Ich glaube, ich habe die Fassade erwischt. Ah ja! Nicht nachmachen. Ich bin echt schneller mit der Hand als mit dem. Ja, es hilft, wenn du tatsächlich. Aber es brennt. Guck, es brennt. Da steht, brennbar und nicht trinken. Mit ein bisschen anheizen. Und nicht so fussiger. Bei dem vom X-Boy geht es viel leichter zum Dosieren. Theo, du hast schon wieder den Rasen erwischt. Ich probiere mein Bestes hier, okay? Nicht nachmachen, bitte. Glaubst du, es wird jetzt heiß? Ja, auf jeden Fall. Ich werde definitiv nichts tun, während du weg bist, damit du nichts davon siehst. Leo? Ja? Wehe, du brennst den Rasen wieder an. Mach ich nicht. Hoffentlich. Ja, was hast du angestellt, während ich weg war? Nix. Die ist schon viel besser, du hast den Rasen nicht getroffen. Zu dosieren, oder? Und die Leute wollen schon ein bisschen Flammen sehen. Komm schon. Es wird langsam jetzt Tradition, dass meine Livestreams ein bisschen heißer sind als die anderen. Ja. Ah, jetzt wird da vorne wieder etwas warm. Hui, Leo. Ja? Hab dich auch lieb. Der Rasen. Der Rasen. Oh, ich hatte jetzt ernsthaft Schiss über die Haare auf meinem Bein kurz. Hey, guck, da ist ein Nagel drin. Also kann ich ihn raushaken. Tada! Und ich schmeiß den rein. Oi, Leo. Ja, Schatzi? Rasen. Aber der Hobo, der zieht nicht besonders gut, muss ich echt sagen. Lass mich ihn ein bisschen ausglühen und dann ist vorbei. Dann geht der nächste dran. Wir haben hier ein Luftblech, der ist leicht anders zu der Edelstahl-Variante. Die sieht so aus, als hätte sie wirklich mehr ziehen. Schon wieder so ein Anti-Staubblech. Wir haben schon wieder ein Gesicht. Hallo Gesicht. Und genau die gleiche Aufbauvariante wie der andere und das ist langweilig und ich probiere es wieder. Claudi, timest du mich? Wie lange es dauert für mich, das aufzubauen? 3, 2, 1, los! Hat nichts mit Gewalt zu tun, gar nichts. Das ist Liebe, das ist sanfte Liebe. Siehst, das hat ja nur 1 Minute gedauert, oder? Nein, 2 Minuten 20. 1 Minute, sagen wir. Axt im Bein nie gut. Schon mal vom Mora Robust gehört? Das ist der Mora Robust. Das hier ist definitiv nicht, wie du damit umgehen solltest. Spalt. Teufel. Es funktioniert besser als die Axt. Wie teuer war das Mora Robust Gegensatz zur... Ich glaube, der war 16 Euro. Aber wenn die Axt verliert, so ein Mora Robust. Ich bin kein Survival-Typ. Also ich kann keine Feathersticks. Das ist nicht so mein Metier. Das ist französisch und bedeutet irgendwas. Man übt zu Hause, damit man im Wald scheinen kann, dass man alles vergessen hat, dass man zu Hause geübt hat. Das ist nur so winzig. Winzig? Du meinst, Größe macht einen Unterschied. So. Ha! Es war warm. Feuer ist warm, ha? Huh? Ist es wirklich? Hm. Oh, jetzt. Okay, Leo. Zu viel muss man jetzt auch nicht. Es gibt zu viel? Nicht nachmachen, bitte. Versteht sich, oder? Man muss nicht nachmachen. Es ist Titan, oder? Es hält mehr. Es hält mehr aus, angeblich. Bitte nicht nachmachen außerdem? Ja. Die Stichflammen werden extrem hoch bei so etwas. Was ist unsere Meinung?
unsere letzte Meinung über diese zwei Holzhobos. Der eine mit 21 Euro circa, der andere mit 40 Euro. Ich habe meins im Rabatt gekriegt für 35 Euro. Schatzi, deine Meinung? Also ich würde beide nicht kaufen. Beide nicht? Ja. Findest beide schlecht? Da würde ich dann lieber mal ein bisschen mehr Geld ausgeben und habe wenigstens dann was wirklich davon. Also du würdest jetzt den X-Fire über den kaufen? Ja. Wirklich? Ja. Für 85 Euro? Wenn ich denn wirklich was davon habe, ja. Ich glaube, das ist so ziemlich unser Schlusspunkt für heute. Und ich wünsche euch von Fadelberg aus ein wunderschönes, was auch immer.